Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, moin und willkommen beim Trader. Wir haben heute das große Vergnügen, das neue Mord in Call of Manor zu spielen. Wir sind beim Pre-Release und ich sitze mit Carsten zusammen und wir sind jetzt gleich im ersten Match. Ja, und sind mal gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, bisher nur ein, zwei Karten davon gesehen und wir lassen uns mal überraschen, wo es hingeht. So ist das. Schauen wir mal. So, gemischt ist. Timer wird gestellt. Ne, ich glaube, du hast gut gemischt. Das passt. So. Okay, gut, dann. Viel Spaß. Dito. Hoch fängt an? Ja. Ja. Eine 11. Eine 4. Gut, dann würde ich auch starten wollen. Okay, neues Set. Erstmal wieder Karten checken. ja, das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, das ist ein Keep. Bei mir auch. Wunderbar. Dann starten wir mit einem Gebirge und dann darfst du schon. Ja, Pre-Release, wie gesagt, das heißt neues Set und jetzt halt eben aus mehreren Boostern, aus 6 Boostern gerade ein 40 Karten starkes Deck gebaut. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Karten mal irgendwas können, was wir hier haben. Ich spiele den knurrenden Bluthund für einen Mana, bedrohlich. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, wende Überwachen 1 an. Also schaue ich mir die oberste Karte meiner Bibliothek an, du kannst sie auf deinen Friedhof legen. 1-1 Kreatur. Okay, viel Text. Ja, die sind alle viel Text. Also es ist wirklich viele, das ganze Set hat viel, viel Text. Okay. Fertig oder? Ja, okay. Fertig. Ich mache mit Schwarz weiter und spiele die Wiederholungstäterin. 2-1 Kreatur. Für 3 Mana, falls die Wiederholungstäterin verdächtig ist, lege eine +1/+1 Marke auf sie. Andernfalls verdächtige ich sie. Eine verdächtige Kreatur hat bedrohlich und kann nicht blocken. Ja, okay. Turn. Ich glaube, wir werden ein paar Karten heute häufiger lesen müssen. Das ist so, das ist so. Ich spiele ein Gebirge. Und spiele für 2 Mana den rachsüchtigen Verfolger. Ein Menschdetektiv. Immer wenn ein Gegner ein Artefakt opfert, fügt der rachsüchtige Verfolger ihm 2 Schadenspunkte zu. Hm, okay. Hatte ich jetzt vielleicht für dein Deck nicht gebaut, offensichtlich, aber so, jetzt habe ich eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter meiner Kontrolle ins Spiel kommen lassen. Jetzt das darf ich. Ich überwache. Damit ziehe ich eine. Ich schaue mir die oberste Karte meiner Bibliothek an und kann sie auf den Friedhof legen. Okay. Ne? Ist ja richtig. Genau, zwei, das passt, ne? Genau. Ja. Das tue ich aber nicht. Okay. So, und dann würde der dich mit bedrohlich angreifen. Ja, keine Blocks entsprechend. Das heißt, ich verliere einen, gehe auf 19. Gut. Dann Turn? Ja, Turn. Okay. So. Wir machen weiter. Ich lege einen Sumpf. Erstmal wieder Karten gucken. Tipp, 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 tipp. Okay, okay, okay. Dann nutze ich die Fähigkeit dieser Karte und sage, sie wird jetzt erstmal verdächtig. Habe ich denn hier so ein Verdächtig? Oh, guck mal, ich habe so ein Verdächtig-Token. Das heißt, sie hat bedrohlich und kann nicht blocken. Ja, gut. Bedrohlich heißt, dass eben 2 oder mehr Kreaturen müssen zum Blocken deklariert werden. Das heißt, ich würde für 2 Schadenspunkte vorbeikommen. Wo habe ich gerade den Schadenspunkt verloren? Nee, gar nicht. Du warst bei 18. Wollte ich gerade sagen. Ich war grad, da stand ich gerade auf 19, deswegen war ich etwas irritiert. Dann gebe ich schon ab. Mehr geht nicht. Gut. Ich spiele einen zweiten Sumpf. Der ist jetzt bedrohlich. Ich kann eine Kreatur mit Verkleidung reinbringen. Das ist richtig. Ne? Die hat dann. Die brauche ich, muss ich 3 Mana für ausgeben. Korrekt. Ne? Nach meinem Wissen ja. Ja, auf dieser Karte steht es nicht so genau drauf, deswegen. Ja. Das Problem mit den neuen Sets, erstmal gucken, was die Karten wirklich können und was es dann noch wirklich heißt, was draufsteht. Also verzeiht uns, wenn das noch nicht alles 100%ig sauber ist, was wir machen.
Wir testen uns ja gerade erstmal in Ruhe dran. Aber auch für euch, wenn ihr mal Bock habt auf ein Pre- oder sonstige Events, kommt mal gerne zum Trader vorbei. Es werden immer wieder Events angeboten von FNMs über Pre-Release und alle möglichen netten Veranstaltungen, wo ihr ganz entspannt mit eurem Freund, Freunden ein paar nette Runden zocken könnt. Das ist so, Gott. Ich spiele für ein schwarzes Mana den Eiteregel. Immer wenn der Eiteregel einem Spieler Kampfschaden zufügt, millst du zwei Karten. Für zwei Mana, ein schwarzes, ein beliebiges. Der Eiteregel erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Das finde ich jetzt sowieso an diesem Set ganz interessant, dass halt viele kleine Kreaturen reiten. Also es ist nichts so Riesiges. Also man kommt oft mit einem Mana an irgendwas. Ja, ne? Ich habe vorhin nämlich bei meinem Öffnen gedacht, ich habe nur große Karten da drin. Okay, gut. Dann, da sind die anderen. Dann okay. Habe ich die anderen. Okay. Dann spiele ich für ein rotes. Aber warte mal, wir haben einen Trigger, ne? Ach ja, stimmt. Das ist ein Kreatur. Mit Stärke 2 oder weniger. Ich kriege eine einmal die Überwachenfähigkeit. Hm? Okay, dann überlege ich mir. Ja, die lasse ich drin. Lass ich nicht in den Friedhof. So, und jetzt mache ich, also für die zwei Mana, die hatte ich jetzt getappt, bevor du jetzt gesagt hast, ne? Spiele ich eine Verzauberung. Das ist die Blutspurenanalyse. Wenn die Blutspurenanalyse ins Spiel kommt, fügt sie einer Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, 3 Schadenspunkte zu. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen sterben, millst du eine Karte und legst eine Blutfleckmarke auf die Blutspurenanalyse. Opfere sie dann, falls 5 oder mehr Blutfleckmarken auf ihr liegen. Wenn du dies tust, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Okay, heißt also deine Kreatur stirbt jetzt. Stirbt. Genau, ich muss jetzt eine Karte in Millen, genau, und ich kriege hier jetzt eine Blutfleckmarke drauf, weil eine Kreatur gestorben ist, ne? Ja. So. Okay. Und dann bin ich jetzt in meiner Kampfphase, genau. Diese beiden würden dich jetzt angreifen mit 3. So, das heißt, ich gehe auf 16. Board ist leer bei mir. Du bist dran. Ja, ich mache weiter mit dem roten Land. Das ist alles nicht so optimal gerade, bin ich ehrlich. Okay, dann fange ich jetzt mal an und spiele hier diese mysteriösen Kreaturen. Okay, das heißt, wir sehen nicht, was es ist. Es ist eine 2-2-Kreatur und die verkleiden hat, so heißt es jetzt, glaube ich. Ne? Eine verdeckte Kreatur, die getarnt oder mit Verkleidung gewirkt wurde, hat Abwehr 2. Das heißt, immer wenn sie das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, der von einem Gegner kommt, wird sie neutralisiert, es sei denn, der Spieler bezahlt 2. Und ich kann sie halt irgendwann zu einem Zeitpunkt, ich glaube, es ist ein Sorcery Speed, nein, zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt kann ich sie für ihre Verkleidungskosten aufdecken. Die variieren halt von Karte zu Karte. Ja. Nichtsdestotrotz, ich habe erstmal einen 2-2er Blocker und ich gebe ab. Mehr kann ich gerade nicht machen. Ich spiele einen Sumpf. Dann spiele ich für okay, das ist ich spiele für ein schwarzes und 2 weitere Mana. Schnitt aus dem Schatten. Der hat ja Abwehr, ne? Das heißt also, wenn ich den angreifen würde. Also Schnitt aus dem Schatten spielen wir jetzt gerade nicht, weil wir festgestellt haben, es würde neutralisiert werden. Genau, ich habe nicht genug Mana für das Spiel. Okay, das ist schlecht. Das heißt, ich merke mir auf jeden Fall, dass wir einen Removal auf der Hand haben. So ist das. Ja, aber auch da die Sache, genau das neue Set und jetzt erstmal die ganzen Karten wieder irgendwie durcheinander checken, was gerade was macht. Das macht es aber auch nicht besser gerade. Aber gut. Okay, aber dann machen wir das anderes. Dann spiele ich, mit dem Verkleiden kann ich nämlich auch. Ne, für 3 Mana spiele ich eine verkleidete Kreatur.
So, so einen schönen Verkleidetoken. Ich habe eine mysteriöse Kreatur. Genau, ja. Das ist derselbe Token. Ja, ja. Ich, ne? Wir markieren uns das schon irgendwie passend. Der ist eine mysteriöse. Mysteriös, voll mysteriös. Tja, Fakt ist, du hast definitiv zu viele Karten. Zu viele Karten? Ja, da. Ach so, zu viele Kreaturen auf dem Board. Gut, gut. Ich wollte gerade sagen, zu viele Karten. Naja, zu viele Karten nicht, jetzt nicht in dem Sinne, aber so. Das macht es gerade nicht so schön für mich. Dann würden die beiden... Ah, ne, Moment, Sekunde, ich habe auch noch wieder überwacht, also, weil ja, das klar, jetzt als 2-2er-Kreatur. Ja, schafft Zeit, nein. Ja, aber da machen wir es ganz einfach, keine Blocks. Genau. Ihn kann ich nicht, ihn will ich nicht, das heißt, wieder 3. Die auf 13. Huh. Dann wärst du dran. So. Wir fangen mal damit an. Okay. Was machen wir jetzt damit? Jetzt erstmal im drunter gucken, was die Karte überhaupt kann. Das ist nicht doof, wenn man das schon mal weiß. Tja, 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 tja. Sicherheit oder Nicht-Sicherheit. All in. Wir machen das erstmal so. Ich gehe mal in den Angriff mit meiner irgendwas auch immer 2-2-Kreatur. Mhm. So, genauso. Und dann gucken wir, was der Gegner macht und arbeiten dann ab. Der Gegner blockt nicht. Der Gegner blockt nicht? Nein. Okay. Ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass du blockst. Ne? Das mag sein. Das wäre jetzt richtig toll gewesen sogar von dir. Aber weißt du was? Dann mache ich jetzt genau das. Dann decke ich diese Kreatur auf und ich habe die flüchtige Riesentäterin. Eine 5-4-Kreatur, ne? Wie gesagt, verkleiden, blablabla. Wenn sie ins Spiel kommt oder wenn sie aufgedeckt wird, erhält bis zu eine Kreatur meiner Wahl plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Das heißt, anstatt 5 kommt sie für 7 vorbei. Das ist schon böse. Yay, super. Mana sind weg, Turn. Mhm. So, damit hat sie jetzt aber auch natürlich die Verkleidung und alles, was damit einhergeht, verloren. Aber es ist jetzt einfach so ein schöner Fetti, der da draus liegt. Müssen wir mal gucken, was es bringt. So, du hast einen Landdrop. Ja, genau. Okay. Land gesperrt. Jo, dann machen wir das doch. Darf ich den Hand einmal? Ja, klar. Machen für 5 Mana. Erhält er jetzt minus 4, minus 4. Genau. Dann ist der natürlich jetzt Fratze. Gut. Alle Mana sind weg. Würde, also bei mir kommt jetzt eine Blutmarke da drauf. Ne? Mhm. So, dann gucken wir doch mal, was jetzt so angreift. Und ich würde sagen, all in, ne? Das ist alles einfach. Ja, das ist jetzt die Punkte wieder. Ja, so schnell kann es gehen. Dann wärst du dran. So, komm jetzt hier mal. Moment, Sekunde. Immer wenn einem Spieler Kampfschaden zufügt, will ich 2 Karten. Ach so, ja. Will ich nicht auslassen. Ah, das ist hier alles nicht so ganz das Wahre gerade. Ein bisschen gucken. Also, ich spiele erstmal wieder so eine Verkleidekreatur. Und spiele dann den Fall des Gorgonenkusses. Also eine Verzauberung, ein Fall. Und wenn sie ins Spiel kommt, zerstöre bis zu eine Kreatur meiner Wahl, der in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Passiert nicht. Gelöst wird dieses Ding, wenn in diesem Zug 3 oder mehr Kreaturenkarten von irgendwoher auf Friedhöfe gelegt werden. Wenn das dann eben halt passiert, ist das Ding gelöst und würde zusätzlich zu einem anderen Typen eine 4-4 Gorgo-Kreatur mit Todesprügeln und Lifelink, also Lebensverknappung, werden. Mhm. Peace. Aber ja, ist erstmal nur, ich habe Mana, ich muss loswerden. Mhm. Tja. Meine Hoffnung ist natürlich jetzt irgendwie, dass gleich 3 Kreaturen gleichzeitig sterben, dass das Ding gelöst wird, dass ich da einen 4-4er habe, der mir noch. In deinem Zug oder in einem Zug? In diesem Zug. In irgendeinem also. Okay, gut. Also Land verteilen. Ja.
So, jetzt hast du wieder eine 2-2-Kreatur da liegen. Ja, eine, genau, das ist das Problem. Und das Fiese ist, da liegt Schaden ohne Ende. Wie viel hast du denn noch? 7. Okay. Ich muss mal einmal. Ja, ja. Ich meine, das Gute ist, selbst wenn ich jetzt verlieren sollte, wir spielen Best of Three. Das heißt, ich habe noch. Noch ist nicht vorbei, so oder so nicht. Aber für den Fall der Fälle ist das noch nicht das Ende. Das ist so gut so. Okay. Für zweimal. Ei! Igittigit! Eine 6-2 für 2 Mana. Ja, aber du erzeugst 2 1-1 weiße Hunde. So, aber fangen wir erstmal oben an. Bedrohlich. Ja. Also das ist der gejagte Knochenrohling für 3 Mana. Also den habe ich jetzt auf zur Kleidung gespielt für 2 Mana. Bedrohlich, wenn der gejagte Knochenrohling ins Spiel kommt, erzeugt ein Gegner deiner Wahl 2 1-1 weiße Hund-Kreaturspielsteine. Ich gehe davon aus, dass dieses Aufdecken das ins Spiel kommen ist. Oder muss man, oder wie würde ich das jetzt? Ja. Oder ist es, oder ist der ist ja schon als verkleidete Kreatur, genau, schon vorher da gewesen. Ja, aber es war eine andere Kreatur, die kommt ja gerade so ins Spiel, das sehe ich genauso. Wenn der, gejagte Knochenrohling stirbt, verliert jeder Gegner 3 Lebenspunkte. Okay, also wir kriegen erstmal 2, 1, 1, warte mal. Hunde. 2, 1, 1 weiße Hunde. So, und davon haben wir dann auch direkt 2 Stück. Ja, wunderbar. Gut. Huiuiui. Dann würde ich für 3 Mana den verstohlenen Mitmischer spielen. Wenn ein Vampirräuber, wenn der verstohlene Mitmischer ins Spiel kommt, verdächtige ich bis zu einer anderen Kreatur deiner Wahl, die ich kontrolliere. Immer wenn eine oder mehrere verdächtige Kreaturen, die du kontrollierst, angreifen, werden überwachen 1 an. Also ich würde... ne, der ist ja schon bedrohlich. Ne? Ich würde den rachsüchtigen Verfolger als verdächtigt. Okay, der ist jetzt verdächtigt, ja. So. Das bedeutet jetzt, im Prinzip hast du jetzt die 2 Hunde. Ja, und du hast jede Menge mit bedrohlich. Und ich habe jede Menge mit verdächtig und bedrohlich. Okay, was passiert jetzt, wenn eine Kreatur mit verdächtig angreift? Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, angreifen, also verdächtige Kreaturen, die du konntest angreifen, wenn du überwachen 1 an. Okay, gut. Also ein oder mehrere, das heißt einmal mache ich dieses Ding. Ne? Gut, also der Hund greift dich an. Der greift dich an. Der greift dich an. So, jetzt haben wir ein Problem. Und ich mache jetzt, weil das passiert ja schon, ich mache auf jeden Fall schon mal überwachen. So, Problem deshalb, weil wir gerade erfahren haben, bedrohlich und der hat durch den Effekt, dass er verdächtig ist, ja auch bedrohlich. Das heißt, ich muss 2 Kreaturen reinschmeißen. Ich habe nur 3. Da kommt der Effekt halt eben, wenn er stirbt, verliert jeder Gegner 3 Lebenspunkte. Das heißt, ich muss ich so oder so blocken, weil ich habe halt nur noch 7 Lebenspunkte. Wenn ich jetzt doof blocke, wäre natürlich alles vorbei. Wir gucken mal eben. In dem Fall würden die traden, das heißt, hier kämen 3 Schadenspunkte durch, dadurch kämen noch 3 durch den Effekt, der ausgelöst wird. Das wäre auch genau das, was ich machen würde. Weil alles andere würde doof werden für mich. Okay. Okay. Das heißt also, er stirbt. Genau. Du, die beiden sterben. Die beiden sterben. Das, hier geht es auf 4. Wir machen mal eben kurz 3. 5 geht sogar drauf. 3 Leben plus 1, 2, 3, 3 Leben. Genau. Die hat es schon verrechnet. Genau. Ne? Gut, den Überwachen hatte ich gemacht. So, und jetzt passiert hier noch immer was. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen sterben, willst du eine Karte und legst eine Blutfleckmarke auf die Blutspurenanalyse. Opfere sie dann, falls 5 oder mehr Blutfleckmarken auf ihr liegen. Wenn du dies tust. Ja. Weil du hast jetzt auch gerade 3-mal gemillt. Bitte? Weil jetzt sind ja gerade 3 Kreaturen gestorben. Ne? Ach so. Fällt mir jetzt gerade ein. Haben wir die Moment, vergessen? Nee, die Mills haben wir noch nicht gemacht. Da hast du recht. Ja, alles gut. Das können, also das war hier vorne. Nee, Moment, wo haben wir denn das Millen? Das Millen kommt über die Karte, hast du gesagt. Ne? Immer wenn ein oder mehr Kreaturen sterben, wird Millst du eine Karte? Karte. Okay. Okay, gut. Also 3 Millen.
drei Kreaturen gemillt. Passiert. Dann haben wir 5 Marken drauf und dann passiert dann was Doofes. Ne? Opfere sie dann und falls 5 oder mehr Blutmarken auf ihr liegen. Wenn du dies tust, bringe eine Kreaturkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Okay. Das heißt also, ich kann jetzt diesen hier opfern und guck jetzt, was hier in dem Friedhof ist. Ja. Ja, komplex. Komplexe Sache, gar keine Frage. Ja. Ich auf meine Hand. So, und die beiden sind noch da, die beiden sind weg. Und du hast jetzt noch einen Lebenspunkt. Einen Lebenspunkt, ja. Das ist gut. Du bist dran. So, aber wir haben jetzt hier auch noch Sachen, die passiert sind. Okay. Weil in diesem Zug wurden 3 oder mehr Kreaturenkarten von irgendwo auf Friedhöfe gelegt. Das ist Fakt. Dann wird dieser Fall gelöst. Das passiert nämlich nur zu Beginn des Endsegmentes. Also zu meinem Endsegment sozusagen. Zu Beginn meines. Ah, guck mal, das darf ich erst zu meinem Endsegment lösen. Das ist natürlich jetzt richtig mies. Okay. Das heißt, also, okay. Du musst noch eine Runde. Ich muss jetzt in meinem Endsegment gehen. Ich hatte gerade. Ja, okay, wir gucken einfach nach. Also, das passiert auf alle Fälle. Gelöst wurde es, weil in diesem Zug 3 oder mehr Kreaturenkarten von irgendwo auf Friedhöfe gelegt wurden. Okay, dann gehe ich in meinen Zug. Diese Token sterben und gehen auch kurz auf den Friedhof, ne? Ja, dann gehe ich mal in meinen Zug mit meinem letzten einen Lebenspunkt. So, jetzt hier kommen. Grünes Mana. Du bist kein grünes Mana. Ich spiele tatsächlich dreifarbig. Man mag es gar nicht glauben. Macht mein Sohn auch immer bei dem. Aber ich habe den Grabsteinschreiter. Das ist nicht verkehrt, weil es eine Art Kreatur-Golem ist. 1-3. Und für einen Mana, einen farblosen Mana, erzeuge ich ein Mana einer beliebigen Farbe, aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Und für 2 schicke den Grabsteinschreiter aus meinem Friedhof ins Exil, schicke eine Karte meiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Gut. Tja, was machen wir damit? Was machen wir damit? So, ich klaue mir den nochmal eben kurz. Jetzt müssen wir echt hier ein bisschen gucken, was passiert. Ja, es ist eine 3-2-Kreatur. Da ist die Masse gerade echt das große Problem. Okay, wir machen es wie folgt. Mit dem schwarzen Mana aktiviere ich seine Fähigkeit, produziere damit ein grünes Mana, was ich ja gerade schon gesagt habe, ich brauche grünes Mana. Und spiele dann knallharte Frage. Eine Hexerei. Eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker meiner Wahl, den ich nicht kontrolliere, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. So. Inemenemu. 2 Schadenspunkte auf diese 3-2. Eine Kreatur weniger. So. Dann gehe ich jetzt in mein Endsegment und wenn ich jetzt nicht alles ganz falsch verstanden habe, passiert genau das, weil im Endsegment es wird gelöst. Gelöst heißt, dass dieses Ding zu einer Gorko-Kreatur 4-4 mit Todesberührung und Lebensverschmutzung wird. Das ist gemein. Und jetzt könnte mir das echt noch so ein bisschen den Tacheles retten. Ich mache da nochmal eben kurz einen Marker drauf. Aber dann darfst du schon. Ja, Lebensverknüpfung besonders jetzt relevant gerade. Leider nicht. Ich spiele den Fluchttunnel. Was macht das? Ja, der ist. Ich kann ihn auf 2 Weisen opfern. Opfere den Fluchttunnel, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Oder opfere den Fluchttunnel, eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Ja, so schnell kann es gehen. Ich würde sagen, wir können es eben machen, aber... wie ärgerlich. Okay, eine spannende Karte. Jetzt haben die da gerade noch was geschrieben zu dem Artefakt, das habe ich, also zu der Verzauberung, das habe ich dann gerade, vielleicht haben wir da was falsch gemacht, ich weiß es nicht, ich muss mal schauen. Wir gucken mal. Blutspurenanalyse.
Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen sterben, willst du eine Karte und legst eine Blutfleckmarke auf die Blutspurenanalyse. Das heißt also, auch wenn drei Kreaturen sterben, lege ich drei Marken darauf, oder? Ah, okay, da sind wir gerade schon. Wir können eben doch Pause gehen, kommen wir gleich wieder, oder? Ja, machen wir eben kurz. Wieder da. Wir mussten nochmal eben kurz hier die Karten checken, beziehungsweise im Chat checken, weil wir gerade gesehen haben, dass wir da ein bisschen Quatsch gemacht haben. Wir haben es gerade nochmal reingeguckt mit der Karte, mit der Blutspurenanalyse. Da war auf alle Fälle gerade noch ein Problem, die wir gerade ein bisschen falsch gespielt hatten. Aber wie gesagt, das ist eben die Sache. Ein neues Set, wir kennen die Karten, die Mechaniken noch nicht. Fakt ist auf jeden Fall, was ihr auch geschrieben habt, Carsten hätte das Spiel schon gewinnen können vorab. Aber alles gut, wir gehen ins zweite Match, wie gesagt, Best of Three. Aber alles gut. Was war das? Auch das war falsch. Da hat er jeweils den Lebenskarte stehen lassen, wo er aufgedeckt wird. So. Okay. Also, Fakt ist definitiv, es steht 1 zu 0 für Carsten. Wir gucken mal nach. Zweite Runde. Ah, guck mal, da mit dem, das war mit diesem Hunde, mit dieser Hundekreatur, mit diesem ins Spiel kommen. Ja, ja. Da, das wäre halt nicht passiert, weil die nicht ins Spiel gekommen ist. Dann habe ich das richtig verstanden, ne? Toll, Leute, das wenn die. Aber gut, dass ihr mit dabei seid. So nehmen wir direkt hier auch noch was davon. Die Tokens hätte es nicht geben können. Ja, damit wäre. Damit wäre der Tim vorher schon. Egal, haben wir beide einen Fehler gemacht. Passt ja. Aber alles gut, das kriegen wir hin. Okay, ich darf anfangen. Wir sind alle keine Judges. Nein, alles prima. Du darfst zweites Spiel wird besser. Ja, Anfang, ich fange an, definitiv. Ab hier im Bräunig. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich halte. Da ich immer weiß, dass es schlecht wird, wenn ich es abwerfe, behalte ich auch. Okay. Ich fange mal mit Grün an, das was gerade gar nicht so geklappt hat. Turn. Achso, du bist ja ganz ohne Grün gestartet. Ja. Ich spiele ein Gebirge. Mhm. Tappe das Gebirge und spiele einen frenetischen Sündenbock. Der hat Eile und wenn der frenetische Sündenbock ins Spiel kommt, verdächtige ihn. Verdächtig? Verdächtig. Ja. Achso, ja. Ja, ja, wir verstanden uns gerade nicht die Frage. Wir waren der Meinung, wir hätten es verstanden. Deswegen. Eile. Wenn der frenetische Sündenbock ins Spiel kommt, verdächtige ihn. Das habe ich jetzt getan. Damit ist er jetzt Bedrohlichkeit und kann nicht blocken. Immer wenn eine oder mehrere andere Kreaturen unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen und falls der frenetische Sündenbock verdächtigt ist, kannst du eine der anderen Kreaturen verdächtigen. Falls du dies tust, ist der frenetische Sündenbock nicht mehr verdächtig. Das heißt also, der Verdächtig-Button geht dann auf eine andere von meinen Kreaturen über. Ja, okay, Fakt. Wieder eine Karte mit viel Text. Kannst du eine der anderen Kreaturen? Also ich kann nur meine eigenen Kreaturen verdächtigen. Ja. Okay, der hat Eile und greift an. Also, eins. Dann fertig. Und du bist dran. Das ist schon mal super. Ich lege ein rotes Mana und spiele den Tunnelnder Tippgeber. Ein 1-1 Maulwurfspeer, ein kleiner Niffler. Zu Beginn meines Endsegments und falls in diesem Zug eine verdeckte Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, lege ich eine +1/+1 Marke auf ihn. Und er hat Tappen, produziert ein grünes Mana. Das ist schön. Turn. Ich mache nicht mehr. Ich spiele einen Sumpf. Kann leider nichts anderes machen, als anzugreifen. Ja, alles gut, den lasse ich durch. Dann Turn. Und du bist dran. So, drittes Mana. Ich spiele eine mysteriöse Kreatur. Tata, das heißt, hier wird ein Trigger ausgelöst, der allerdings gleich erst relevant wird für uns. Ich gebe ab. Ich spiele einen Sumpf. Jetzt kann ich aber nicht mehr so ohne weiteres angreifen.
Beispiel den ruinösen Orang-Utan. Der hat Reichweite. Leider den Rest, der jetzt passiert, bringt mir nichts. Wenn der ruinöse Orang-Utan ins Spiel kommt, bestimme eines, zerstöre bis zu ein Artefakt deiner Wahl, opfere ein Artefakt, falls du dies tust, lege 2+1+1 Marken auf den ruinösen Orang-Utan. Mangels Artefakten ist das leider ein bisschen doof. Okay. Aber ich könnte mich jetzt entscheiden, ob ich den Verdächtigen werden lasse. Das kann ich, ne? Das immer wenn. Jedenfalls ja, kannst du eine andere Kreatur verdächtigen. Das heißt, ich muss es nicht tun. Das tue ich nicht. 2, 2 oder 1, 1. Du müsstest mit 2 blocken und würdest dein. Du müsstest mit 2 blocken, wenn ich jetzt angreife mit meinem Sündenbock. Ne, das ist so. Der greift dran. Ich könnte mit 2 Kreaturen blocken, wenn ich das machen möchte. Genau, wenn du blocken wolltest, müsstest du mit 2 blocken. Alles gut, genau. Mach ich nicht. Lass ich durch, spiel auf 17. Dann, ich hatte mein Land gespielt. Du bist dran. So, aber jetzt machen wir noch ein paar Tricks. Und zwar, ich decke die nervöse Gärtnerin auf, eine 2-2 Kreatur, verkleiden 1. Wenn sie aufgedeckt wird, durchsuche ich meine Bibliothek nach einer Länderkarte mit einem Standardlandtyp. Du hattest jetzt einen Mana dafür ausgegeben, für die Verkleidung? Genau. Achso, sein Mana, genau. Da, okay. Ja. Nimm es auf die Hand. Und ich durchsuche mein Deck nach einem Sumpf, nehme es auf die Hand und habe da jetzt halt eben die Kreatur liegen. Das hast du jetzt noch im Ende meines Zuges korrekt, sozusagen gemacht. Genau. Ja. Na, weil jetzt habe ich zum einen eine 2-2, die noch jemand machen kann. Ja. Aber da geht es mir ums Land. Okay, dann gehe ich in meinen Zug, untap. Und wir gucken mal, was haben wir denn da? Okay, das ist schon mal gut. Dann lege ich auf den Sumpf, den ich gerade gezogen hatte. So, und das hast du ja gerade gesagt. Du hast ja viel Kleinzeug gerade. Dann lege ich doch einfach mal eine 3-4-Kreatur. Nee. Todesfüßler der Verrottungsfarm. Ein Insekt. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturenkarten meinen Friedhof verlassen, erhält er +1/+0 Bedrohlichkeit und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Wow, das ist immer ganz solide. Dann gebe ich ab. Dann hast du, ja. Ein Gebirge und für 1, 2, 3, 4 spiele ich die Person von Interesse. die Person von Interesse hat, wenn die Person von Interesse ins Spiel kommt, verdächtige sie. Erzeuge einen 2-2 weiß-blauen Detektiv-Kreaturspielstein. Person von Interesse. Und jetzt nehme ich einfach irgendeinen, das ist jetzt eine Katze. 2-2 steht da schon drauf. Ja, gut, wenn das passt. Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Wir weiß, dann malt ein weiß-blau. Weiß-blau-Detektiv. Okay. Und jetzt könnte ich. Ach ne, der ist ja schon. Ah, doch, Moment, Sekunde. Immer wenn einer andere unter der Kontrolle spielen kann. Und falls. Also der ist ja ins Spiel gekommen. Ja. Jetzt könnte ich sozusagen einen anderen verdächtigen. Also ihn jetzt nicht, weil er schon verdächtigt ist, aber ich könnte jetzt zum Beispiel ihn hier verdächtigen. Wenn das viel bringt, weiß ich jetzt nicht. Doch, das mache ich. Oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne, das passt. Der tauscht, der flippt den da. Den verdächtigen. Okay. Gut. So, und dann greift er dich an. Dann blocken die beide zusammen. Okay, dann will ich den töten. Dann noch was? Nee, das wär's. Okay, dann gehe ich mal in Zug. Fünftes Mana. Mana. Was machen wir denn damit? Ich mach das gleich, was du machst. Person of Interest. Ich kriege auch den 2-2 Detektiv. Verdächtigst den auch. Ach ja, genau, den 2-2 so, der muss auch noch sehen. Verdächtigt genau. Wird. Person of Interest. Das passt. Also wäre das in Ordnung für dich, wenn ich nochmal eben das Mana umdrehe? Ich habe glaube ich. Nee, stopp, passt. Ich habe Quatsch. Nee, ich Was haben wir denn jetzt schon wieder verkleidet gemacht? Haben wir noch irgendwas Neues jetzt noch wieder falsch gemacht? Wir gucken gleich mal. Aber mach erstmal weiter. Wir lernen, wir machen nichts falsch. Nein, passt. Ich gebe erstmal
Doch, ich gebe erstmal ab. Ja, mach du mal. Ich guck mal inzwischen. Ah, jo, danke. Was haben wir bekommen? Nein, alles gut. Ich habe tatsächlich den Counter vorhin vergessen. Er hat einen +1/+1 Marke bekommen, weil er die verdeckte Kreatur ins Spiel gekommen ist. Ich leg's mal nach. Mhm. Ich hoffe, das ist sauber genug. Ah, ja, ja, ja. Ja, ich sag's euch. Die Trigger hier. Da ist echt gerade viel was passiert. Aber ich bin gerade ganz zufrieden. Die Runde sieht schon mal deutlich entspannter aus. Wenigstens auf meiner Seite gerade. Ja. Mal gucken. Okay. Ich habe jetzt 5 Mana. Ich spiele für 1, 2, 3, 4, 5. Judith, die Gemetzegenießerin. Ei. Immer wenn du einen Spontanzauber in einer Hexerei wirkst, bestimme eines. Jener Zauberspruch erhält Todesberührung und Lebensverknüpfung oder erzeuge einen 2-2 roten Bolt Kreaturenspielstein mit. Wenn diese Karte stirbt, fügt sie jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Okay, das muss ich mir noch mal eben kurz selbst durchlesen. Das ist wieder sehr viel Text auf einer Glitzerkarte. Ein Zauberspruch mit Todesberührung oder Lebensverknüpfung. Und, okay. Mein Gott. Ja, okay, das müssen wir schnell handeln. Das muss schnell weg. Ja. Das sehe ich noch anders, aber. Dachte ich mir. Gut, also der ist jetzt 2-2. Genau. Der ist auch 2-2, kann aber nicht blocken. Der ist 2-2, kann blocken. Und der ist 3-4 und kann auch blocken. Das korrekt. Ist gemein. Den wollen wir gar nicht so gerne. Aber das ist doof. Da kann ich nicht ganz viel tun. Du bist dran. Okay. Dann gucken wir mal nach. Oh, was bist du denn? Du bist interessant, okay. Was brauchen wir denn dafür? Oh ne, Moment, ich erzähle da Quatsch. Ja, ich fange erstmal damit an. Ich lege wieder eine mysteriöse Kreatur. So, jetzt Trigger. Jetzt vergesse ich es nicht. Ah, nee, stopp. Noch kein Trigger. Endsegment. Yes. Er kriegt den nachher aber im Endsegment. Mhm. Und die zweite Sache. Ich möchte gerne einen Runenbrand-Jongleuren spielen. 2-2 Kreatur. Wenn ein Spiel kommt, verdächtige bis zu eine Kreatur meiner Wahl, die du kontrollierst. Eine verdächtige Kreatur, blablabla, wissen wir. Und ich kann für 5 Mana plus eine verdächtige Kreatur opfern. Dann kriegt eine Kreatur meiner Wahl -5/-5 bis minus 2. Mhm. Tja. Wer wird denn wohl mal verdächtigt? Möchte ich nur eine verdächtige Kreatur? Ich glaube, das ist keine Kann-Geschichte. Ja, verdächtige bist du eine. Ah, bist du? Okay, ja. Gut. Ich habe keinen Kann gelesen. Aber ja, ist gerade nur die Sache. Ja, komm. Ich verdächtige nochmal mit meinem Token. Und dann gehe ich in mein Endsegment, Trigger, und gebe dann ab. Ich spiele einen Sumpf. Okay, Timer sagt, wir haben noch 15 Minuten. Ja, ich muss trotzdem durch. Ich merke es auch. Das ist spannende Sache hier gerade. Da bleibt mir nichts. So, du hast jetzt das gemeine. Der ist mittlerweile 3-3. Genau. Das ist auch schon gemein. Und der macht immer noch Mana, ne? Korrekt. Ja, das ist definitiv eine spannende Sache. Ah gut, wir gucken mal, wo das hinführt. Wie gesagt, es steht aktuell immer noch 1-0 für Carsten. Das wird sich gleich ändern. So oder so. In irgendeiner Form, ja. Ja, wir gucken mal, was passiert. Okay. Was passiert? Wir haben
Ich spiele für 1, 2, 3, 4, 5 das Geröllstreifen-Großmaul. Immer wenn das Geröllstreifen-Großmaul angreift und falls es nicht verdächtigt ist, kannst du es verdächtigen. Igitt. Ja, es ist nicht gut. Okay. Das hilft mir aber noch. Also ich kann es, also wenn ich das nächste Mal angreife, könnte ich es verdächtigen. Jetzt könnte, wenn ich mit dem angreife, blockst du, das hilft nichts. Der bringt mir auch nicht viel weiter. Moment, muss ich nur ein bisschen dagegen halten. Ja, du bist dran. Ich lege ein Land. Das ist auch noch nicht das, was ich jetzt brauche. Also der Knaller ist es noch nicht. Das geht hier gerade nur so wuselig aneinander vorbei, aber... Aber weißt du, was ich mal mache? Ich greife mal mit meiner verdächtigen Kreatur an. Ja, aber ganz entspannt, das ist keine Falle. Mit der verdächtigen Kreatur. Ja, ich gucke mal eben parallel hier einfach so ein bisschen Mental Gaming. Okay, was macht das denn? Aha. Das ist aber der verdächtige 2-2er. Das ist nur dieser Detektiv-Token. Dieser genau, Detektiv. Das Ding, was du auch hast. Ja. Also, das ist keine Flip-Karte, beziehungsweise ich habe ja hier noch die mysteriöse Karte. Ich habe Mana ohne Ende. Mhm. Die beiden blocken. Die beiden blocken. Mhm. Bist du dir ganz, ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ganz sicher, sagt er auch noch. Eieieiei. Tja, was machen wir jetzt damit? Ich opfer den, um dieser Kreatur -5/-5 zu geben. An welcher Stelle? Jetzt. Einfach. Achso, nein, nicht. Aus welchem Grunde? Weil ich es kann. Aber du musst das halt heißt, eine Basis haben, um das zu können. Ja, achso, das ist der Effekt von dem Loot. Achso, okay. Loot-Brand-Jongleur. Genau, also opfer eine verdächtige Kreatur. Ne? Eine Kreatur meiner Wahl erhält -5/-5 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ne, weil das Ding war mir zu groß, definitiv. Mehr passiert dann auch nicht. Mhm. Das ist ja schon böse. Ja, dann du. Weil allein der Effekt, dass er halt eben verdächtig werden kann. Das heißt, ich habe da einen 5-5er, den ich mit zwei Kreaturen blocken muss. Der frisst mir hier alles kaputt. Für 3 Mana spiele ich eine. Ich kann das auch mit den. Okay, noch eine. Mit den mysteriösen Kreaturen. Was das wohl ist? Und. Was das wohl ist, ja. Du bist dran. Okay. Ja, es hat ja noch keiner so die Karte gefunden, die wir gerade brauchen, ne? Du wohl jetzt? Weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle interessant. Ich würde des Spaßes halber einfach mal sagen, dass ich mit dieser mysteriösen Kreatur, jetzt muss ich mal kurz gucken, mini. Die greift einfach mal mit an.
Wir machen das munter weiter, ne? Nur die Kreatur? Der frenetische Sonnenbock. Ja, Block. Dann eine 2-2-Kreatur gegen eine 1-1-Kreatur. Die 1-1-Kreatur stirbt. Das heben wir uns auf. Dann Turn. Ja. Sekunde, vielleicht noch eben bevor. Ja, ich mache noch am Ende deines Zuges, möchte ich gerne noch was auslösen. Und zwar spiele ich für 4 Mana. Die Seelenschwächung mit Aufblitzen. Mhm. Wenn die Seelenschwächung ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl -4/-4 bis zum Ende des Zuges. Einfach so. Einfach so. Das ist gemein. Das würde ich gerne mit dem da machen. Tja. Ach ja, zusätzlich hat diese Karte noch, immer wenn eine oder mehrere Kreaturen deinen Friedhof verlassen, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt hinzu. Da möchte ich auch mal eben reagieren. Mhm. Wenn wir jetzt am Reagieren sind, dann spiele ich auch noch, auch mit Flash, illegale Maskerade. Aufblitzen. Wenn sie ins Spiel kommt, lege ich auf jede Kreatur, die ich kontrolliere, eine Hochstaplermarke. Mhm. Machen wir gleich. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine Hochstaplermarke liegt, stirbt, schicke sie ins Exil. Bringe bis zu einer anderen Kreaturenkarte meiner Wahl aus meinem Friedhof ins Spiel zurück. Okay. Also das heißt, diese Kreaturen haben jetzt Hochstaplermarken, die, hier können wir nehmen mehr davon. Irgendwelche Marken. Marken, hey, das ist hier Wahnsinn. 2, 3, 4, 5. So, jetzt passiert genau das. Das wird eben -4/-4 haben, das heißt, die Kreatur stirbt. Genau. So, sie geht aber ins Exil. Dafür kann ich jetzt eine andere Kreatur aus meinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Na guck mal. So nämlich. Und dann passiert da wieder ein Trigger, wenn sie ins Spiel kommt. Nein, gar nicht wahr? Mein Friedhof. Nur wenn die aufgedeckt wird. Das ist gar nicht das. Aber ich habe eine 2-2-Kreatur. Mhm. Ja, dann ist jetzt auch dein richtiger Zug. Dann ist jetzt mein richtiger Zug. Herrschaftszeiten hier. 6 Minuten haben wir in der laufenden Runde. Oh Mann. Wahnsinn. Aber es liegt daran, dass man. Ja, wir müssen die Doppel- und Dreifach lesen. Ist alles gut. Es ist, wie es ist. spannende Sache. Also kommt nicht durcheinander. Wir wissen, dass das keine +1/+1-Counter sind, sondern halt eben die Hochstaplermarken. Du bist dran. Okay. So, jetzt irgendwas Gutes von oben. Das ist was Gutes, was ist das? Okay. Oh, das ist wirklich gut. Das ist schlecht. Kommt drauf an, auf welcher Seite vom Tisch man gerade sitzt. Ne? Die finde ich, das ist eine schöne Karte. Okay. Ich mache genauso weiter, wie ich gerade auch weitergemacht habe. Ich greife mit dieser mysteriösen Kreatur an. Spannung. Ja, der hat ganz schön viel Mana auf. Sechs Länder liegen da ungetappt. Da kann man Quatsch mitmachen. Den lasse ich durch. Den lässt du durch. Okay, das heißt, 2 Schaden kommen durch. Die ersten 2 Schaden auf meiner Seite. Wow. Dann machen wir noch eine verdeckte Karte. Hast du noch so einen verdeckten Token? Ja, nee, leider nicht. Ja, alles gut. Dann machen wir da noch einen verdeckten Token raus. Ich gehe in meinen Endstep. Der Niffler kriegt hier noch einen Trigger. Und dann darfst du schon. Okay. Ich spiele für... Mein Gott. Das ist auch wirklich 2 Mana, den roten Hering. Der rote Hering hat Eile. Der rote Hering greift in jedem Kampf an, falls möglich. Ja. Und für 2 Mana opfere den roten Hering, ziehe eine Karte. Das ist einer von diesen, ja, das ist einer von diesen Hinweistoken. Also der, ist, also der ist halt Artefakt-Hinweis auch gleichzeitig irgendwo. Oh ja, ne? Alles gut. Okay, das ist soweit so witzig.
Aber bringt mich nicht viel voran. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist, ich lass den mal. Opfern. Gut. Was heißt, du ziehst eine Karte? Passiert noch irgendwas wegen was weiß ich? Nein. Ich ziehe eine Karte, genau. Mhm. Ich spiele ein Land. Das war nicht ganz das, was ich mir gewünscht hatte. Sehr schön. Und du bist dran. Okay. So, ich bin gerade ganz zufrieden. Ach, guck mal. Ich freue mich auch über ein Land. Das ist doch wirklich super. Und zwar, ich stippe jetzt mir nochmal eben deinen Friedhof. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen gucken. Ich gehe in den Combat. Ja, ich gehe in den Combat mit dieser mysteriösen Kreatur. Und der Person of Interest. Die verdächtig ist und diesen tollen, wie hieß es? Hochstapler-Counter hat. Und ich gehe in Combat mit meinem 4-4 Niffler. Komm, jetzt hier mal Feier. Jetzt kommt einmal alles. Jetzt einer hier. Drei Kreaturen. 4-4 Niffler, 2-2 mysteriöse Kreatur und 2-2 verdächtige Person of Interest. Sonst wird der Tod ja gar nichts mehr, sag mal. Gut. Der Niffler wird von meiner mysteriösen Kreatur geblockt. Okay, wunderbar. Warte mal, ich tausche mal eben hier, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Dann können wir gucken, was wo geblockt wird, ob noch ein Block kommt. Und der Person of Interest wird von ihm hier geblockt. Nur von dem Weißen? Von den beiden. Nee, weil er kann ja nicht blocken, er ist verdächtig. Ach so, der ist verdächtig, der kann gar nicht blocken. Okay, dann muss ich, also nur von ihm könnte er dann also nicht geblockt Korrekt. Werden. Dann blockt der mit. Okay. Ja, ja. Ja, ja, wir haben ja noch eine Minute, dann bevor wir in die Turns gehen. Und ich würde jetzt den. Achso, ne, das kann ich ja gleich noch machen. Das Aufdecken kann ich jetzt. Kannst du zu einem beliebigen Zeitpunkt machen. Dann wird das wären sind das erstmal meine Blocker. Ja, okay. So, da gucke ich mal kurz drunter. Dann, Moment, möchte ich auch gerne was aufdecken. Dann decke ich nämlich den Kollegen auf. Bolrak, Clanprügler, Doppelschlag und Trampel, so rum. Okay. Na, das heißt, jetzt kommen wir dann nämlich in den Schaden, dass ich genau sagen kann, hier, ja, da okay. möchte ich gerne die zwei Schaden hinfügen. Gut. Ja, wir haben hier den First durch. Strike erstmal, das heißt, da kommen einmal drei Schaden. Und den hier. Mache ich jetzt für zwei Mana, lege ich den auf. Okay, und wir wissen ja schon, dass das vielleicht nicht passiert mit dem lustigen Pferd. Und so, wir gehen jetzt hier sofort Timeout. Das heißt, wir wissen Bescheid, was das heißt. Gut. Ich mache meinen Zug zu Ende nach immer fünf extra Turns. Das heißt, die beiden traden. Genau. Ja, das passiert. Und wenn der stirbt, verlierst du drei Lebenspunkte. Ja, das gilt auch. Die beiden haben sich gerade gegenseitig besiegt. Ja, meine beiden Hochstapler-Tokens, die bringen mir gerade nichts. Aber wir haben hier insgesamt 6 Schaden, die eben durch den Prügler mit reinkommen. 6. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Gut, dann gebe ich ab. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt in den ersten Extrazug. 5 haben wir insgesamt. Ja, maximal wird es ein 1-1. Ja.
Ein Land. Okay. So, was hast du jetzt noch da liegen? 2, 2, 2, 2. 2, 2, ne? 2, 2, 2, 2, 2, 2 und die 3, 2. Die Person of Interest greift dich an. Ja, dann für 2. Und dann bist du dran. So, zweiter Zug. Gut, jetzt müssen wir es machen, sonst wird es zu knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mana. Ich spiele Ziehen. Drücken und ziehen. Also ziehen. Bringe bis zu 2 Kreaturenkarten meiner Wahl aus genau einem Friedhof unter meiner Kontrolle ins Spiel. Sie erhalten Eile bis zum Ende des Zuges, opfer sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Und das, was am meisten wehtut, sind, glaube ich, die beiden Kreaturen, die ich jetzt gerne spielen möchte. Wir haben den Come-into-Play-Effekt, das heißt, jetzt kriegst du deine 2-1-1 Hundis. Ja, Hundis? Ja, guck mal, wir hatten hier die Hunde. Genau, noch Hunde. Zwei Stück. Zwei. Gehen wir drauf. So, Haste, wie gesagt. Moment, Sekunde. Zwei Viecher haben meinen Friedhof verlassen. Ne? Verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen deinen Friedhof verlassen, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Gut. Okay, so. Haben wir. Dann möchte ich jetzt auch in Attack gehen, weil alles andere wäre gerade. Warte mal, du hast nur. Wir haben die Blocker. All in. So. Okay. Also, ich habe meine beiden Hundis. Und der ist bedrohlich, den könnte ich nur mit 2 blocken. Die anderen sind nicht bedrohlich. Die anderen sind so, wie sie sind, genau. Okay. Das heißt, also ich kann die 6 irgendwie wegnehmen. Die 6 muss ich wegnehmen. Und ich muss ein bisschen Kleidung. Da irgendwas Besonderes. Oh, der ist Doppelschlag. Der Doppelschlag und Trappelschaden, korrekt. Ach du Scheiße. Ach, warte, okay. Guck mal, der hat ja auch noch was, ne? Ah, weißt du was? Komm hier, er ist auch verdächtig. Das heißt also, er kann angreifen, dann wird er verdächtig. Das heißt, auch er muss den von 2 blocken. Weil der nicht geht. Weil nicht geht, genau. Kann ich nicht alle mit 2 blocken. Dann müsste ich 5. Könnte sein, dass es genug ist. Dann blocke ich Doppelschlag. Heißt, der Trampelschaden auch noch. Das heißt, der würde rübergehen. Blocke den. Okay, so, legen wir mal kurz dran. Genau. Dann gucken wir mal eben, was jetzt passiert. First Strike Step, das heißt 3 Schaden vom First Strike Schaden, die kommen. Dann passiert der Rest ja gleichzeitig, das heißt, wir fangen mal hier kurz an, die wird kaputt gehauen, ne, da passiert was. Mhm. So, Entschuldigung. So, hier kommt was durch. 2, 3, 4 plus 5 sind 9 Schaden, die durchkommen. Die traden. Genau. Und wenn der stirbt, verlierst du 3 Leben. Ach ja, das ist der Blödsinn gewesen. Ja. Dann würde das nicht reichen. Ja. Siehst du genauso? Ja, das wunderbar. Passt so. Dann gehen wir nach 15 Minuten in ein Unentschieden 1 zu 1. Ja. War ein wildes, Set, wildes hin und her. Genau, wildes hin und her. Ich habe auf alle Fälle gerade schon mal ein paar neue Sachen gerade gelernt. Ein paar schöne Fehler haben wir gemacht, aber es macht Spaß, das Set. Also das kann ich euch definitiv schon mal verraten. Genug Zeit zum Lesen haben. Definitiv, aber ihr werdet gleich noch ein paar weitere Spiele sehen können. Wir machen jetzt gleich eine kurze Pause und sehen euch dann gleich sehr wahrscheinlich im nächsten Match wieder. Wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, selbst beim Free mit dabei zu sein, kommt vorbei zum Trader. Es macht definitiv Spaß ohne Ende. Gut, das war's. Wir sehen uns gleich. Angenehm.